Hallo, hier ist Moritz, euer Personal Trainer von Finlo. Heute stelle ich euch das Speedbike CRT vor. Warum ist das Speedbike CRT die super Fahrradfahroption für zu Hause, sowohl für den fortgeschrittenen Fahrradfahrer als auch den begeisterten, leidenschaftlichen Mountainbiker und Rennradfahrer? Das Speedbike CRT bietet einen Widerstand, eine Schwungmasse von 25 Kilo. Das Gerät passt sich jedem Körper optimal an und ermöglicht sowohl dem gemütlich fahrenden als auch dem Rennradfahrenden Triathleten ein hervorragendes Training für zu Hause. Wie leicht die Verstellmöglichkeiten bei dem Gerät sind, zeige ich einmal kurz hier. Man hat sowohl beim Lenker als auch beim Sattel die Möglichkeit, in der Vertikale als auch in der Horizontale über einen ganz leichten Verschluss eine schnelle Verstellung kurz vor dem Training oder sogar während des Trainings durchzuführen. Das bedeutet, ich löse den Schnellspanner und passe mir die entsprechende Position auf den Körper an. Das Gerät nimmt nicht besonders viel Platz ein. Es sind allerhöchstens 1,25 Meter in der Länge. Die Breite bei dem Gerät zu vernachlässigen, optimal, um es auch in der Wohnung zu platzieren, sodass das Gerät einem ständig präsent ist und man auch nach der Arbeit, wenn man mal keine Lust mehr hat, stundenlang Fahrrad zu fahren, sich schnell auf das Gerät setzt. Dabei sieht es extrem stylisch aus in den Farben Rot, Anthrazit. In einer hochwertigen Verarbeitung, ohne viel Platz einzunehmen, eine super Lösung für das schnelle, effiziente Fahrradtraining zu Hause. Das schnelle, effiziente Training. Auf dem Gerät muss man sich nicht 2 Stunden aufhalten. Es reicht vollkommen, wenn man dort 15 bis 20 Minuten richtig Vollgas gibt. Es werden sehr, sehr viele Muskelgruppen des Körpers trainiert. Natürlich selbstverständlicherweise wie beim Fahrradfahren die Beine, die Oberschenkelmuskulatur, die Wade, Oberschenkelrückseite und der Po. Nicht zuletzt, je nach Variante, die man beim Lenker wählt, auch die ganze Schultergürtelmuskulatur, auch für den Fortgeschrittenen ein Wiegetritt problemlos auf dem Gerät möglich. Ich werde jetzt einfach mal demonstrieren, wie das Ganze funktioniert, wie man sich auf diesem Gerät richtig schön auspowern kann. Dazu gibt es Pedale. Es sind Wechselpedale, die auf der einen Seite für denjenigen, der Fahrradschuhe liebt, das Klicksystem liebt, SPD-System bietet und den ganz normalen Käfig, um letztlich mit Sportschuhen, wie ich sie jetzt gerade anhabe, spontan auf das Gerät draufzusteigen und sofort Gas zu geben. Nachdem ich mir natürlich über diese leichte Verstellmöglichkeit die Sattel- und Lenkerposition eingestellt habe, begebe ich mich einfach auf das robust stehende Gerät, setze mich dort drauf und in dem Moment, wo ich das Pedal betätige, springt auch schon der hochwertige Computer an, der an dem Gerät befestigt ist. Dieser Computer bietet neben der Information wie Geschwindigkeit, zurückgelegte Distanz und den verbrauchten Kalorien auch genialerweise bereits die Möglichkeit, Herzfrequenzmessung durchzuführen. Das heißt, ich kann mit diesem Clip, den ich mir am Ohr befestige, extrem einfach die Herzfrequenz anzeigen lassen und somit schauen, in welchem Belastungsbereich ich mich aufhalte und somit ein sehr individuell gesteuertes Training durchführen. Für denjenigen, der etwas länger unterwegs ist, ein Getränkehalter, in dem ich meine entsprechenden Getränke lagern kann und somit ganz einfach möglich, ja, hier mich zu versorgen. Natürlich kann ich verschiedene Schwierigkeitsstufen wählen. Das bedeutet, ich habe einen extrem leichten, stufenlos verstellbaren Widerstandshebel, der durch seine Hochwertigkeit extrem leicht zu bedienen ist. Ich kann von Schwierigkeitsstufe zu Stufe problemlos verstellen und somit das Training auch innerhalb von 20 Minuten sehr, sehr intensiv durchführen. Die verschiedenen Lenkerpositionen lassen mir zu, eine intensive Rennradposition einzunehmen, wie auch eine entspannte, aufrechte Position, wenn es dann immer das gemütliche Feierabendausfahren für zu Hause sein soll. Ich denke, ihr habt gesehen, ja, das Speedbike CRT bietet die Möglichkeit, extrem intensiv zu Hause, ihr merkt es selbst, ich komme jetzt schon ins Schwitzen nach diesen paar Metern, die ich gefahren bin, ein intensives Training kompakt für zu Hause durchzuführen, das Ganze bei einem sehr ansprechenden Design, einer hohen Funktionalität, individuellen Einstellmöglichkeit. Und ich kann euch sagen, es macht einfach nur Spaß, sich auf dem Gerät richtig zu quälen. Viel Spaß mit dem Speedbike CRT.